Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von der auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, wie man hier diesen Presskorridor nutzt. Vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und Kommentare. Und wenn ich jetzt nicht direkt auf die Kommentare eingehen sollte, liegt es daran, dass ich einfach mal ein wenig vorab aufgenommen habe, da ich am Wochenende unterwegs bin. Große Sorry dafür. Ich gehe natürlich in den nächsten Videos dann wieder darauf ein. Wir haben in der letzten Folge hier so ein paar Ballen gepresst. Das haben wir hier mit der Rundballenpresse gemacht. Nämlich das funktioniert auch nur mit der Rundballenpresse. Haben einmal Mischrationsballen gewickelt, hergestellt und einmal auch Mais-Silage. Ne, das sehen wir hier. Das heißt, hier haben wir dann die passenden Ballen. Wir können das Ganze auslagern. Das habe ich in der letzten Folge gezeigt. Ne, hier haben wir dann die entpackten. So sieht das Ganze aus. Und in der heutigen Folge wollen wir uns eine weitere Neuerung anschauen. Ganz, ganz viele Neuerungen hier auf der bald erscheinenden Hof Bergmann in der 1.0.0.6. Ich bin nämlich hier in der Beta 2 nach wie vor unterwegs und teste fleißig hier alle Produktionen. Mittlerweile sind alle Produktionen am Laufen. Ich habe auch schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Denn, guck mal hier, und zwar habe ich, da hinten seht ihr mich schon, dass da einige Fahrzeuge stehen. Und zwar nämlich einmal der Tucano. Ne, unser Drescher, denn wir können ernten. Die Ernte habe ich natürlich nicht vorbereitet, aber es ist schon erntereif. Hab den Trecker da schon hingestellt, hab auch schon einen Abfahrer da hingepackt. Das heißt, also einen dementsprechenden Hänger, mit dem wir gleich rausfahren. Aber bevor wir das Ganze machen, wir haben ja in der letzten Folge auch die Milchproduktion hier noch angeschmissen, werden wir einmal kurz die Butter abfüllen. Das machen wir auch nochmal eben kurz fertig. So. Gucken wir mal hier rein. Nämlich die müsste jetzt auch fertig sein. Die können wir nämlich jetzt hier abfüllen. So, einmal die Butter. Huch. Einmal abfüllen das Ganze. Und dann werden wir das auf jeden Fall noch verkaufen. Wann wir es verkaufen, das können wir jetzt immer individuell gestalten. Das ist ja nicht mehr abhängig von den Verkaufszeiten, da das genau instant verkauft wird. So, hier füllen wir auch nochmal ab. Da auch. So. XXL Butterproduktion natürlich auch wieder mit am Start. Man kennt es. Ihr habt auch gefragt, warum wir mal ganz groß ausbauen hier. Das weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Ich will euch auf jeden Fall erstmal die ganzen Neuerungen zeigen. So. Dann fahren wir mit dem Glas hier weiter. Die Performance ist auf jeden Fall auch besser geworden. Nachdem Global Company rausgeflogen ist. Wenn alle Produktionen laufen, ist es am Hof natürlich ja immer noch ein bisschen... Ja, für den einen oder anderen PC ein bisschen schwierig. Wir haben hier den Tucano, unseren Drescher. Dann haben wir hier den John Deere. Und dann fahren wir gleich mit der Kolonne zu Feld 6 rüber. Und werden Mais ernten. So, mal kurz gucken. Das passt soweit hier, ne? Ja, das sollte passen. Follow Me Mod, findet ihr auch im Mod-Hub. Habe ich hier auch installiert, damit wir nämlich hier auch hinterherfahren können. Das aktiviere ich jetzt auch mal hier bei dem Drescher, damit wir nämlich hier schön in der Kolonne fahren können. So, dann gehen wir auch mal in die Innenansicht. Und werden den dann hier so hinstellen. Und da werden wir jetzt gleich in der Kolonne Richtung Feld fahren. Wie gesagt, Follow Me heißt das Ganze. So. Da ist es drin. Denn unsere Felder sind erntereif. Ne? Einmal das Pappelfeld ist fertig und Mais ist auch soweit fertig. Bedeutet, Pappel werden wir auch bald ernten, um dann Hackschnitzel herzustellen. So, aber heute werden wir erstmal hier eine Runde Mais ernten und dann Maisstroh. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt jetzt Maisstroh. Das wird auch schon gerade aktuell getestet. Bei vielen Biogasanlagen wird das verwendet, um die zu betreiben. Es ist jetzt keine neue Erfindung, sondern das gibt es wirklich. Und machen mal hier die Rundumleuchten an. Gucken mal, ob die hier soweit alle folgen. Guck mal, da haben wir nämlich hier die schöne Kolonne. Große Maisernte, nicht Maishäcksel, ne? Sondern Maisernte. Nämlich, was neu mit hinzugekommen ist, ist einmal die Verarbeitung der, ich meine, die ganzen Texturen sind neu mit dazugekommen, ne? Von den ganzen Fruchtsorten. Hier sehen wir die Pappeln, die sind fertig. Die können wir dann auch nochmal häckseln. Die werden wir allerdings häckseln, um Hackschnitzel herzustellen. Da haben wir jetzt echt lange drauf gewartet. Es hat ganze 9 Tage gedauert, bis das Ganze jetzt hier fertig war. So, hier fahren wir jetzt hier in der Kolonne. Ihr seht schon, das klappt auf jeden Fall.
Und dann werden wir Mais ernten. Darum geht es aber nicht, sondern es geht auch unter anderem einmal um den Maisstroh, der dann dort ausgegeben wird aus dem jeweiligen Drescher. Und die Stoppeln, die auf dem Feld dann sind, die können auch kaputt gefahren werden. Das heißt, das gilt aber allerdings nur, wenn ihr die Fruchtzerstörung anhabt. Habt ihr die Fruchtzerstörung aus, funktioniert das Ganze nicht. So, wir fahren jetzt einmal hier rum und werden dann gleich dann auch Maisstrohballen pressen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Nämlich die sind nur nutzbar an der BGA. Das heißt, wir machen jetzt die Vorbereitung für die BGA, um die dann auch in Betrieb zu nehmen. Das wäre nämlich auch noch was, was wir in den nächsten Folgen machen werden. Ob es jetzt direkt in der nächsten Folge ist, müssen wir schauen. Denn die Pappeln müssen ja auch noch abgeerntet werden. Kann auch wieder sein, dass ich dazu schon einen Livestream gemacht habe, was ein bisschen vorweggenommen habe, um euch da vielleicht ein bisschen was zu zeigen. Und ja, werden wir auf jeden Fall mal gucken, ne, weil das Häckseln von der Pappeln dauert auf jeden Fall immer ein bisschen. Kann auch sein, dass ich das dann im Livestream gemacht habe. Aber mal schauen. So. Ich weiß jetzt auch nicht, wann diese Folge jetzt hier rauskommt. Ne, kann sein, dass sie am Wochenende kommt oder halt auch schon eher. Er kommt immer darauf an, wie viele Folgen ich aufgenommen habe. Ich habe jetzt schon einige aufgenommen, weil ich, wie gesagt, am Wochenende nicht da bin. Ne, am Sonntag wieder einschalten, Leute. Da ist wieder die FSL live auf YouTube. Ne. Schaut einfach mal rein. Der Werner und der Randy werden da diesmal kommentieren. Farming Simulator League ist wieder am Start aus Katowice. Und da einfach mal reinschauen. So, ich mache das Ganze mal auf hier. So. Das heißt, wir steigen hier mal aus. So. Ich steige mal kurz ein. Dann mache ich mal kurz die Rundumleuchten für alle raus. Habe ich die jetzt aus? Jo, jetzt sind sie wieder an. Lull. So, jetzt sind sie aus. Das Coole ist bei Follow Me, wenn ich hier was blinke oder halt was aktiviere, dann machen das die anderen Fahrzeuge mit. Das heißt, die kopieren quasi meine Fahrweise. Deswegen müsst ihr halt gucken, je nachdem, was für ein Gerät ihr habt. Ne? So, ich schalte die mal aus. Den Drescher brauchen wir jetzt. Da steige ich mal ein. So. Und da haben wir uns auch das große Maisschneidwerk geholt. Huch. Jetzt sind wir mal kurz hier irgendwo hängen geblieben. So, dann können wir schon mal aufklappen hier. Und dann werden wir das große Maisgebiss auf jeden Fall dranhängen. So, wahrscheinlich ist jetzt auch schon der neue Patch erschienen. Der sollte nämlich am 27. erscheinen für das Class DLC ein Update. Ne? Changelog weiß ich jetzt noch nicht, weil ich die Folgen, wie gesagt, vorher aufgenommen habe. Seht mir das bitte nach, da ich auch selber in Katowice bin am Wochenende, ne, damit ihr auch weiter Videos bekommt, auf der einen Seite, ne, und da werde ich auch das ein oder andere auf Insta posten. So, Class Choreo, so heißt nämlich dieses Schneidwerk hier, wir haben uns nämlich das größere gegönnt. So, und das Coole ist, wenn wir das jetzt hier aufklappen, guckt euch das mal an, das ist richtig cool, das passt einmal an den großen Nexion dran. Oder eben halt auch eine Tucano. Und das finde ich richtig klasse. Und mir geht es jetzt nicht darum, euch hier zu zeigen, wie man das erntet, weil das kennt ihr ja, sondern auch zu zeigen, einmal das, was mit den Stoppeln passiert oder mit dem Feld passiert. Ich gucke mal kurz, ob ich Fruchtzerstörung anhabe, nicht, dass ich das ausgeschaltet habe. Nee, Fruchtzerstörung ist an. Das müsst ihr nämlich anhaben. Das ist ganz wichtig, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. So. Und wir müssen auch gucken, ob wir die Strohablage anhaben. Jo, die haben wir auch an. Nämlich, es gibt Maisstroh gleich. So. Das heißt, wir fahren hier soweit mal ran. Und ich würde sagen, wir machen mal GPS an, wa? Damit wir schön gerade abfahren. Automatische Breite habe ich jetzt natürlich vorab wieder nicht überprüft. Man kennt es. Ich gucke mal gerade, wie die Breite ist von diesem Schneidwerk. Ja gut, da können wir eigentlich auch hier bei den Maispflückern gucken. Das ist ja Maispflücker, ist ja kein Schneidwerk. Das sind 9 Meter sind das Ganze. Da müsst ihr halt aufpassen, ne? Guck mal hier. Da müssen wir dann hier mal ein bisschen... Ich mach mal so kurz knapp da drunter, weil das dann besser passt. So, wir setzen einen A-Punkt und dann schalten wir das Ganze ein. Und ich werde das vorwiegend jetzt hier in der Außenkamera machen, damit ich euch zeige, wie das Ganze dann aussieht. So, wir fahren jetzt hier ran und ernten das Ganze. Und jetzt seht ihr hier die Stoppeln. Und wenn wir jetzt hier unten runter gucken,
guck mal hier. Da klicken die so leicht rum, ne? Ich guck mal, ob ich das jetzt zeigen kann. Seht ihr, die knicken so weg. Ne? Wir gucken uns die Fahrspur gleich später dann mal an. So, und hier kommt jetzt Maestro raus. Ihr seht schon, das ist nun auch eine neue Textur. Das sieht richtig klasse aus. Richtig tipptopp 1A. Und hier seht ihr die Fahrspur, ne? Da, wo wir drüber fahren, da knicken dann die Stoppeln um und in der Mitte nicht, ne? Richtig coole Sache auf jeden Fall. Ich mach mal hier den B-Punkt, damit ich mich hier darauf konzentrieren kann, euch das zu zeigen. Guck mal, das sieht wirklich tipptopp 1A aus. Ich mach vielleicht nochmal die Linien aus hier, weil die finde ich jetzt ein bisschen störend. Na, guck mal hier, da wo wir über lang fahren, mit den Reifen, ich halte mal kurz an. Na, können wir uns das mal anschauen. Ne, einmal hier Maestro. Ja gut, jetzt haben wir den großen Haufen hier. Und hier seht ihr, guck mal, wo wir drüber gefahren sind, da sind die Stoppeln hier so eingeknickt. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Texturen, auch für die anderen Fruchtarten, aber hier sieht man es richtig genau. Da sind wir nicht drüber gefahren, da stehen die Stoppeln noch. Und hier sind die eingeknickt. Das ist unsere Fahrspur. Und hier haben wir das schöne Maestro. Das werden wir dann auch gleich zu Ballen pressen. Ich werde dann auch gleich einen Helfer hier losschicken, damit das Ganze ein bisschen einfacher geht. Und jetzt fahren wir dann mal weiter hier. Wir werden das Feld dann abernten. Also mir geht es jetzt wie gesagt nicht um den Mais, sondern um diesen schicken Maisstroh hier. Ich gucke uns das nochmal an. Ich mache auch gleich nochmal einen kleinen Screenshot. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Also auch mit der Stoppelverarbeitung. Und die den Maisstroh, den können wir einmal lose in die BGA packen oder in Ballen pressen. Und das werden wir nachher machen. So, ich werde jetzt einmal eine Bahn so fahren und da werde ich dann gleich den Helfer losschicken, damit der das Ganze dann hier fertig macht. Ich weiß, das kostet auch ein bisschen Geld, aber darum geht es mir nicht. Ich hätte auch CP nutzen können. CP habe ich jetzt aktuell, weil ich das hier teste, auch die Beta, jetzt nicht mit drauf. So ein paar kleine Mods habe ich drauf. Ich glaube, ich habe so 35 Mods aktuell. Die Modliste wird auch noch angepasst. Das mache ich dann in der kommenden Woche, wenn ich wieder da bin. Und sobald die 1.0.0.6 erscheint, gibt es natürlich auch wieder von meiner Seite ein Vorstellungsvideo, der in gewohnter Manier das Ganze dann nochmal zusammenfasst. So, dann fahren wir hier weiter. Und das Coole ist auch, wenn wir jetzt hier mal gucken, hier auf die Felder. Ich gucke mal ganz kurz. So, sehen wir jetzt auch hier. Guck mal. Ne, da sind wir abgeerntet und da, wo wir lang gefahren sind, sehen wir jetzt ja auch die Spuren hier. Ne? Das ist echt tipptopp 1A. Das ist richtig, richtig gut. Und sieht auf jeden Fall richtig, richtig klasse aus. So. Ne, hier gibt das schön das Maisstroh ab. Ne, und die ganzen Texturen auch. Guck mal hier auch von dem Mais. Das wurde auch nochmal komplett überarbeitet. Guck mal hier, da sehen wir jetzt hier die einzelnen den Mais, wie er da hängt. Das ist auch angepasst worden, wie viele, viele andere Dinge auch. Roggen wurde angepasst, Raps und auch viele andere tolle Sachen. Und ich würde sagen, wir schicken jetzt mal hier den Helfer los. Ich hoffe, der checkt das. Wir werden das gleich testen. Ich mache mal GPS aus, weil ansonsten funktioniert der Helfer nämlich nicht. Ob er das jetzt hier rafft, dass er da die Bahn langfahren soll. Ich fahre das nochmal runter. Ich fahre jetzt mal hier so leicht schräg erstmal rein. In der Hoffnung, dass er es checkt. Und dann drücken wir gleich H. Ich guck mal, funktioniert's. Es sieht wohl gut aus. Jo. Ne? So, Helfer ist aktiv. Das heißt, wir können jetzt muntere Ballen pressen. Und das machen wir jetzt auch. Und abtanken und so weiter, das machen wir dann noch nebenbei. Aber guck mal hier, hier sehen wir nochmal richtig die Fahrspuren. Ne, wo die Stoppeln so eingeknickt sind. Und hier sind die Stoppeln da, wo wir nicht drüber gefahren sind. Und auch hier vorne, guck mal. Wie das hier so alles schön rausfällt. Richtig, richtig klasse. Und hinten dann das Maestro raus. Richtig, richtig klasse. Und das Maestro, wie gesagt, brauchen wir für die BGA. Kann man lose oder in Ballen reinpacken. Ich werde jetzt Ballen pressen. Und das Ganze, ja, sieht halt richtig cool aus. Man kann das auch in Quaderballen machen. Aber als kleinen Tipp, Leute, macht die in Rundballen. Das könnt ihr auch mit jeder Presse machen, also mit jeder Rundballenpresse, vollkommen egal. Ihr braucht da keine spezielle Presse dafür. Das läuft soweit tipptopp 1A, würde ich sagen. Und dann gehen wir hier mal drauf. So. Und fahren jetzt hier rüber. Und werden dann jetzt hier die einzelnen Ballen, da gehe ich auch wieder auf die Außenperspektive,
Ne? Weil wir wollen uns das ja anschauen, wie die Ballen dann auch aussehen. So. Dann klappen wir das mal runter hier. Schalten das Gerät ein. Ich habe es auch vorher noch entleert. Und da kommt der Helfer. Und jetzt werden wir hier diese Maisstrohballen fertig machen. Da seht ihr auch Maisstroh, wird auch angezeigt, ne? Da seht ihr auch ein neues Zeichen dafür. So, der Helfer hat fast einen vollen Korntank. Dann werden wir jetzt mal einen Ballen pressen, schauen uns den an. So, der dreht jetzt hier, das scheint auch gut zu klappen mit dem Helfer. Und wenn er dann steht, dann tanken wir ihn einfach gleich einmal ab. So, jetzt kommt wieder das Symbol hier. Ich habe hier diese Sperre aktiv. Und da seht ihr schon den Ballen, ne? Diesen schicken Maisstrohballen. Der wird natürlich nicht gewickelt, ne? Ihr seht schon. Der wird auf jeden Fall hier, ja, einfach gepresst. Dann fällt der raus. Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Wir müssen gleich auch noch den Dingens abfahren, den Drescher natürlich. Ne? Und so sieht das Ganze aus. Ne? Schickes Maisstroh. Echt tipptopp 1A. Ich mache mal kurz hier wieder die Anzeige raus. Und werde dann mal kurz hier Screen zumachen. Upp. So, da haben wir das Screen gemacht. Machen wir nochmal ein. Und dann können wir das Ganze wieder hier einschalten. Schalten das wieder ein. Und da können wir gleich hier weiter pressen. Auf jeden Fall echt eine coole Sache. Ich fahre jetzt hier mal weiter. So. So. Abtanken müssen wir das Ding da hinten auch noch. Das heißt, wir springen mal kurz in den Johnny rein. Wo habe ich den denn jetzt? Da ist er. Mach mal hier die Tür zu. Und fahren jetzt einmal ab. Ich hoffe, ich passe hier drunter mit der Höhe. Ich guck mal gerade. Und jetzt guck mal hier, ich zeige euch mal was, wenn ich jetzt hier, guck mal, hier sind alle Stoppeln oben, ne? Und wenn ich jetzt hier mit meinem Johnny hier so lang fahre, ich mache das mal in dieser Ansicht, dann seht ihr gleich, passt auf, zack, dass die Ballen, guck mal hier, die werden richtig runtergedrückt, da wo ich lang fahre, das sieht richtig, richtig klasse aus. Das ist wirklich tipptopp 1A. Richtig, richtig super. Und jetzt seht ihr quasi, wo ich lang gefahren bin. Ne? Guck mal hier, seht ihr? Da ist die Fahrspur. Und hier ist alles, soweit noch die Stoppeln. Und sobald ich drüber fahre, sieht man einmal die Fahrspur hier. Und wenn ich in die Übersicht gehe, seht ihr auch die Fahrspur. Ne? Total cool gemacht. Also richtig, richtig, richtig klasse. Also großes Lob auf jeden Fall für dieses Feature. Und auch für das Maisstroh. Richtig klasse. Und mal, ob ich hier so runterfahren kann. Ich glaube, das müsste passen. Dann tanken wir den einmal ab. Jo. Da kommt jetzt der Mais raus. Ganz normaler Mais. Man kennt es. Den werden wir auf jeden Fall verkaufen. Oder, was wir auch jetzt machen können ist, ich glaube, wir können jetzt auch aus Mais, können wir auch Hühnerfutter herstellen. Das könnten wir auch nochmal testen. Ich parke den gleich mal beiseite. Da kann ich dann nämlich die Ballen weiter pressen. Auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Feature. So. Tanken wir den einmal ab. Ne, im Tucano passt auch ordentlich was rein. Ne, ich bin mal überlegen, ob wir immer mal eine Lexion nehmen. Wobei die Arbeitsbreite reicht ja hier. Der Tank ist zwar nicht so groß, aber vielleicht auch mal ein anderes Gerät. Müssen wir mal schauen. So, der macht jetzt hier weiter. Ich fahre jetzt einfach mal hier links runter. Und auch der Mais, guck mal, der ist richtig schön gelb geworden. Die Textur ist, glaube ich, auch nochmal bearbeitet worden. Richtig klasse. So, dann steigen wir hier auch nochmal aus. Schalten den mal aus. Und pressen jetzt weiter diese Ballen hier. Ist das Ding noch an? Fahren wir mal kurz ein Stück zurück. Fupp. Werfen den Maisballen da wieder runter. Und pressen da wieder weiter. So, man kriegt ja auf jeden Fall richtig viele Ballen raus. So, bei mir hält er an. Das ist eine Mod. Könnt ihr euch runterladen. Und dann bremst er automatisch ab. So, sobald das Teil wieder zu ist, ich fahre mal noch mal ein Stück zurück und dann können wir die Ballen jetzt hier weiter pressen, ablegen und so weiter. Das heißt, wir werden jetzt ganz, 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 ganz viele Ballen pressen. Und werden das Ganze dann auch fertig machen. So.
Einmal abladen bitte. So, und weiter geht's. Da können wir jetzt die anderen Ballen hier weiter pressen. Ne, sammeln das Maisstroh hier natürlich sach- und fachgerecht ein. Auf jeden Fall echt tipptopp. Und da sehen wir die ganzen schönen Maisballen, wie sie da liegen. Richtig, richtig klasse. Ich fahre nur noch mal ein kleines Stück zurück, damit wir hier weiterfahren können. Ihr könnt natürlich noch nicht ablegen. Ihr könnt auch erstmal bis zum nächsten fahren. Und dann packt ihr den zum nächsten rein hier. Und dann wird er gleich wieder anhalten. So. Da kommt nämlich schon der nächste. Und dann geht das Ganze dann immer so weiter. So, weiter geht's. Weiterfahren. Tack, 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 tack. So, mal gucken hier. Ich glaube, dann müssen wir schon in die nächste Bahn reinfahren. Ich fahre jetzt hier einmal kurz rum, damit ich das auch besser aufnehmen kann. Nehmen wir mal die Innenperspektive. Huch. Und pressen das Ganze dann mal weiter. Hier sieht man auch die Fahrspuren schon mal, ne? Ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ne, natürlich, weil wir jetzt einen Helfer einsetzen, der macht jetzt hier keine Fahrspuren. Wenn wir das dann allerdings manuell abfahren, so, jetzt ist der Ball hier raus. Da können wir auch mal aus der Ansicht das Ganze mal abladen hier. So, und fahren da mal weiter. Wir zerstören das Ganze natürlich, wenn wir hier drüber fahren. Der Helfer macht's nicht, ne? Ihr seht schon, ne? Der zerstört das nicht. Mit CP habe ich noch nicht getestet, da müssen wir mal gucken. Und ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Feature. Und auf die ganzen Neuerungen könnt ihr euch in der neuen Version freuen. Ne? Die wird nach wie vor noch getestet. Und sobald das Ganze dann online ist, könnt ihr das dann auch testen. Braucht allerdings einen neuen Spielstand und ihr braucht kein Global Company mehr. So, kurzen Schluck getrunken hier. So, weiter geht's. Weiter munteres Ballenpressen. Und ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.